So, hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Together World of Warcraft zusammen mit Dexroda. So, wir können endlich wieder aufnehmen, endlich wieder ohne Ruckeln, ohne alles drum und dran. Wir haben neues Gear, wir haben alles neu und ein bisschen geübt. Und ich würde sagen, jetzt legen wir einfach mal los. Ich habe den ganzen Arsch voll Quests. Die muss ich alle erstmal annehmen. Ja, ich auch. Muss aber erstmal Rollerle zumachen, weil mir Sonne voll drauf steht. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Hallo. Moment. Mein Gott, hier sind überall Quests. Hier war ich schon. Und oben? Wo geht's hier hoch? Oh. Hinterm Haus. Ja, da muss ich da noch mal hin. Also einmal das, unten durchs Haus, hinten hoch und ja, irgendwie so ganz komisch. Gut, probiere ich mal. So, ich habe jetzt mal einfach alles angenommen. Es dauert ja echt eine halbe Ewigkeit. Hätten wir vielleicht vorher machen sollen. Ach, ist ja nicht so schlimm. Außerdem habe ich noch keinen Timer gestellt, also kriegt die Folge ein bisschen überlänger. Ich bin verlassen. Was ist? Oh, wir müssen den Yeti töten. Oh, super. Dann kann ja nicht so schwer sein. Luktar! Ja, ich glaube auch nicht. So. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, nördlich von uns. Das ist ein einzelnes Quest. Ja gut, ne? Ach, du hast dich entschieden für Mount? Ja, bis wir fliegen können, werde ich ihn hier nehmen. Und danach auch, ne? Ich weiß noch nicht, ob ich danach vielleicht auf den eisernen Himmelsjäger wechseln werde. Wo willst du hin? Ich war was am Nachgucken, da konnte ich nicht steuern. Ja, okay. Ach, daran erinnere ich mich hier oben noch sehr, sehr gut. Als sie es damals eingeführt haben, dass Alterac-Tal als PvP-Gebiet. Blut und Donner! Leb wohl! Okay. Hat der echt einen Rollstuhl? Ja, irgendwie cool. Irgendwie schon. Er ist auch blind. Das ist normal, er ist ein Klingenmeister. Ich meine nur. Ich wollte nur anmerken, dass er mehr als ein Handicap hat. Das ist für die Klingenmeister kein Handicap. Das ist bei den Initiationsritus. Ja klar, aber bei uns Menschen ist es... Also bei uns... Also für den Spieler, der zuguckt, ist es ein Handicap. Bei uns ist Blindsein halt ein Handicap. Ja gut, da hast du recht. Stell mal vor, du hättest mit Brille gerade mal 240p. Bäh. Ja, weiß Bescheid. Ist ein Handicap, ne? Er scheint nicht mehr ganz so fit zu sein. Nee, nicht wirklich. Also wenn ich den vor euch mit einer glaubhaften Stimme vorlesen sollte, müsste ich glaube ich vorher zwei Zigarren rauchen. Zwei Zigarren, Pulle Whisky und einmal dann läuft das. Auf dem Konzert sich heiser brüllen. Ja, dann kriege ich den glaubhaft hin. Da ist auch der Husten echt. Der mag uns nicht. Ja, der mag allgemein die Untoten nicht. Ich bin nicht untot. Ja, aber wir waren ja da, um im Namen der Verlassenen um nach Hilfe zu bitten. Um Hilfe zu bitten. Sowohl als auch. Er ist so ungewohnt langsam. Ach komm schon. Ja, nur weil die Glyphen auf dem Server so teuer sind. Ich war im Off. Nachgucken, weil ich wollte für meinen Tauren die Reiseglyphe haben, damit er halt jetzt schon mit seiner Reisegestalt die 200% macht.
gucke ins Auktionshaus und falle fast vom Glauben ab, als diese Glyphe circa 100 Gold kostet. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Und ich hab's noch gut, die Paladin-Glyphen sind weitaus teurer, die guten. Oh ja, oh ja. Die eine Glyphe von dir, die wirklich gut ist und nützlich ist, die du brauchen wirst, kostet über 300 Gold. Haben die echt diese Pappbäume Ja, die sind echt. Da-da-da-dam. Oh Mann. Oh Mann, ey, das ist die Allianz. Ja. No comment. Machen wir jetzt hier Sightseeing oder was? Oh Leute, kommt schon. Ist Krieg. Kein Sightseeing. Leute, kommt schon, ey. Was habt ihr denn gemacht? Das ist doch... Also die Kamera hätte sich ruhig schneller drehen können, weil wenn Leute zu lange dieselben Szenen sehen oder eine Szene zu lange dauert, wird sie ganz schnell langweilig und an dem Punkt bin ich gerade. Ja. Wow, das alles nur, um das hier zu sehen. Oh nein, 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 bitte nicht. Oh doch, sie machen es wirklich. Oh. Okay, Leute, ich glaube, das war die erste Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, seriously, das dauert echt viel zu lange. Und ich sehe schon 3 von 4, die zeigen uns noch einen dieser Finger. Ich sag dir ja schon, ne? Ich glaube, das war es mit Folge 11. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir fanden sie super langweilig. Nope. Ja, das Panzerbataillon. Ich finde immer irgendwie, die Allianzpanzer ergeben keinen Sinn. Bisschen. Sieht ein bisschen aus wie ein Land Raider. Ja, nicht mal das irgendwie nicht. Doch so von der Form her ein bisschen. Ja, okay, ganz, ganz knapp gesehen. Ganz, ganz knapp. Wenn man sie aus der Nähe sieht, dann sieht man es besser. Die stehen auch gerade im Prinzip falsch rum. Kraft. Ich bin von den Verlassenen. Immer noch einen ganzen Schwung voll Quests und es werden immer mehr. Ich hänge hier fest! Hilfe! Du läufst über irgendeinen Zuppel. Ich weiß. Ich dachte, weil die Folge bis jetzt schon so spannend war. Mach's noch spannend, den wir im Bug einbauen. Genau. Komm, nehmen wir mal die 1 und 2. Vielleicht wird's ja dann ein bisschen interessant. Oh Mann, Blizzard, ey. Oh, ich häng schon wieder an was fest. Ich weiß, was wir machen sollten. WoW spielen? Ja, oh ja, das auch. Ja, genau, eine Gruppe machen. Nicht, dass es gleich wieder heißt, oh, ich bin schon fertig. Ich habe noch keine einzigen. Sorry, ich war von der ganzen Videosequenzen gerade so beeindruckt, dass ich nicht daran gedacht hatte, noch eine Gruppe zu erstellen. Entschuldigung, ich war hin und weg. Ja, ging mir genauso. Ich hatte ein gutes Spiel, aber... Manche Sachen können sie echt nicht. Alter, wir sind schnell hier hochgeritten. Oh, ich kann nicht die spellen. Yay. Also die Cursen, nicht die spellen. Ich glaube, warte. Wir müssen die mit dem Battle-Spiegel nicht fangen und nicht töten. Nicht töten. Ich glaube, du warst einfach nur zu langsam gerade. Nicht töten. Wir müssen die Schwächen. Er hat immer noch gezählt. Entschuldigung. Ich bin halt nicht gut im Nicht-Töten. Ja, geht mir genauso. Manchmal sind die App-Stücke echt hinderlich. Aber hey, halfway done. Ach, war's da schon? Halfway. Also, Entschuldigung, ihr habt die akustisch nicht verstanden. Ich bin gerade so über, ganz ehrlich.
Ich darf nicht mal meinen Tankjob machen, das ist ich mega mies. Wir sind jeweils 5 Level über dem Gebiet. Die ist auch echt kein Gegner. Ja, ich habe auch was beigetragen. Glückwunsch, ich habe gerade ein gewonnen. Hit. Ich tue auch mal meine Arbeit. So, Arbeit getan. Yay. Ach komm schon. Die Folge fängt echt mega gut an. Ich kann das noch nicht benutzen. Ja, wir sind fertig. Ey, ich hab sie umgenölt, aber sie hat trotzdem noch gezählt. Okay, wir sollen irgendwie töten, glaube ich jetzt. So, das kann ich. Hosentaschenbombe. Darin bin ich gut. Ah, okay, warte mal. What? Was? Wie groß wird die noch? Okay, die ist fertig. Ja, hier sind wir fertig. Auf zur nächsten Zunge. Yay! Juhu. Boah Gott, ey, die Folge ist echt mega lame bis jetzt. Ja, wirklich. So voller Action. Ah, oh, Wildpferde. Cool. Das wusste ich noch gar nicht. Echt nicht? Ja, und hier haben wir das Highlight der Folge, Wildpferde. Die sind schneller als ich. Oh ja, die sind verdammt schnell. Ist das ein Scherz? Also ein Witz, oder? Nope. Oh, das ist ein Witz. Töten, töten. Das lädt immer noch auf. Ein bisschen beeilt, weil der Hexer wohl das Questziel wegnehmen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich brauche ein Ziel. War es das jetzt echt schon wieder? Sorry. Glückwunsch. Wo kommt die Banshee her? Okay, gut. Jetzt bist du jetzt auch getarnt? Ich glaube schon, ne? Ich bin Bär. Guck mal deine Buffs durch. Ja, du bist auch als SIS-7-Agent getarnt. Da unten ist der Yeti. Ja. Zumindest müsste das sein. Hier ist der Yeti. Ja, toll, was mache ich das falsche Schild an? Haha. Denk dran, schön heilen. Ja, schön heilen. Zum Heilen, verdammt. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Oh, wir haben ihn schon. Super.
Okay, lass uns mal hier unten gleich die Rehe machen, wenn wir schon mal da sind. Alter. Was ist denn? Ey, geil, ich lerne dieses Level endlich mal was Praktisches. Zuerst etwas anvisieren. Dumm gelaufen. Erstmal in die Höhle rein. Yetis machen. Hat sich vielleicht draußen ein bisschen beruhigt. Ja, hoffentlich. Hoch. Zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Oh, guck mal die anderen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich muss näher ran. Das Geld ist noch auf. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Ja, haben wir sie fast, ne? Ja. Ich meine, der hat damit angefangen, ne? Eben, kann ich auch das Spiel. Oh, und damit sind wir wieder aus der Höhle raus. Oder ist hier noch was drin zu holen? Ne, das ist oben. Wo bist du? Wo bist du wieder oben? Ich hab meine letzten zwei Herzen geholt. Ach so, oh. Ist schön, dass du nur da oben gestanden und zugeguckt hast. Entschuldigung, ich dachte, du hättest genauso viel wie ich. Nein. Das ist zu weit entfernt. Oh, dann holen wir uns mal das Fleisch. Mann, wenn doch irgendwas wäre, was Fleisch geben könnte. Ja. Haben wir uns gerade die beste Uhrzeit zum Aufnehmen ausgesucht? Ja, ich glaube auch. Ah, streifen wir mal ein bisschen durchs Land. Ah. Wir haben hier doppelt zwei Quests gleichzeitig. Wir müssen auch irgendwie Hügelkids retten. Ah, ihre Eltern töten, aber sie dann retten. Ja, scheinbar. Da, Fleisch. Ich muss näher ran. Cool. So geht das. Dieser Zug ist noch nicht bereit. Erst retten, dann töten, oder was? Fleisch! Oh, Kascha! Machen wir was mit dem. Ich kümmere mich um die Kitze, ne? Das lädt immer noch auf. Ich bin außer Reichweite. Guck mal, es geht doch voran. Es geht doch voran. Oh, das eine Fett badet.
Wo badet die denn im Pferd? Der ist jetzt nicht mehr, gerade schon. Menno. Er ist schon im Wasser, das ist das Baden, ne? Ach so. Nee, irgendwie nicht. Oh Gott, jetzt landet ja auch noch ein 100er, ey. Heute ist nicht unser Tag. Und ich beeil mich extra schon. Da ist ein Kids. Das ist ja, toll, Pisser. Oh, die Pferde. Ich muss näher ran. Ich kann diesen Zauber hab's noch geholt. Ich hab's auch noch an. Geh doch weg! Yay, 5 von 8. Oh, sind kein Ende. Ach Mann. Du bist auch. Du bist auch genial. Wir hätten Fleisch und Kitzen. Zweimal Fleisch und 5 Minuten. Ne, zweimal Fleisch. Ja. Ich eile. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh, das hatten wir da schon mal. Noch 3. Endlich. Noch 5 Kids suchen, mein Gott. Die lassen wir aber mal in Ruhe jetzt, ne? Ja, es reicht, wenn wir ihn einmal töten. Definitiv. Außer er. Fleisch. Außer er moppert mich an, dann mopper ich auch zurück. Ja, klar. Da hinten ein Rickets. Das ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht benutzen. Das ist zu weit entfernt. Das meiste eine mich von uns. Drei Stück, juhu. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Das ist nur ein Rekarikitz, okay. Ja. Oh, aufs Mount ist ja viel zu weit weg. Da. 2 Stück. Sehr schön, noch einmal. Ah, ich muss schon aufs Mount, um irgendwie mit dir mitzuhalten. Ja, ich bin nur 5% langsamer als du. Ja, da kann ich besser ein bisschen langsamer machen als du. Andersrum. Dafür spare ich mir halt die Castleiste, ne? Ja, klar. Oh, guck mal, jetzt stolpert der Yeti gleich über seine eigene Leiche. Wie süß. Da. Fertig. Was denn? Da hoch. Gut, sah grad nicht danach aus. In meinem Kopf auch noch nicht, bis du es gesagt hast. Ja gut, sind wir gleich mit dem ersten Schwungquest hier fertig. Oh, es dauert echt ewig. Das ist auch echt eine Menge. Aber ich denke mal, hier nach geht's direkt ans nächste Gebiet. Wobei die Gegner noch alle für Level 22 ausgelegt sind. Ich weiß also noch nicht ganz. Ah! Was? Banshee. Ah ja, gut, stimmt. Seht euch ruhig um. Dieser
bereit. Nice. Schamane? Mein Gott. Jo, vergiften wir mal die Rekruten. Ja, tu das. Ich leg den Zeit in der Zeit die Kerle. Okay. Auszubildende, die mit der die werden alle auf dem Haufen töten dann. Hier oben. Ich find's cool, dass die alle diese Labschwerter tragen. Toll, zwei fehlen. Sehen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Irgendwas sollen wir hier noch looten, glaube ich. Ah, die Bombe hier aufbauen. Okay. Nicht ziemlich dabei. Getarnt. Also alle tot. Gut. Wie finden wir jetzt die Sachen, die wir noch offen haben? Oder sind die vielleicht in der Höhle unter uns? Da habe ich nichts gesehen, aber es ist möglich. Ja, in dem Questlog steht was von wegen Yeti-Höhle. Mäh. Ja, mal hin. Da schreit der ich vor Schmerz. Ja, mein Kranich nicht. Mach rein in die stinkende Hülle. Das ist aber nicht nett. Ich kann das nicht. Einer ist da unten. Ja, holen können, der Zeit, in der ich die beschäftigt habe, so wie es geplant war. Achso, warum sagst du mir sowas nicht? Ich dachte, du kommst auf diese Idee. Aber gehört zum Plan nicht dazu, dass man dem anderen mitteilt, was man vorhat? Quatsch. Piependreieck. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Oder eher so ein Plan nach dem Motto: Machen wir mal, improvisieren wir. Genau. Irgendwo ist nächste Meister. Achso, das ist der eine vom Wilden, der ist hier gestorben. Okay, dann haben wir das. Keine Beute, super. Echt, Leute. Geht doch. Hast du das Schwert gefunden?
Nope. Das muss ja dann doch oben sein. Vielleicht im Aufgang irgendwo. Nee, da führt die Blase nicht her. Ah, warte mal. Es gibt noch einen zweiten Weg nach unten. Ach, schnell, sei ruhig. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann diesen Zauber noch nicht finden. Das geht. Dieser Zauber. Das ist aber auch nett von dir, nicht nett von dir. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Das geht. Ich nutze nur meine gottgegebenen Vorteile. Ist klar. Das geht immer noch auf. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich habe keine. Der Heiler schlachtet sich mir durch die ganze Menge Mobs. Ah, danke. Und das zerschwert ihr sogar. Ich bin nur so nett zu dir, weil du mir immer das Gefühl gibst, dass du mich gar nicht brauchst. Du brauchst mich doch auch nicht als Heiler. Es ist aber besser, wenn der Tank den Heiler nicht braucht, als der Heiler den Tank. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Was sag ich? Wieso? Ich habe nicht eine Attacke eingesetzt außer Schrott. Kann ich dafür, wenn die Erbstücke einen so OP machen? Ja, wenn wir zur letzten Zunge. Wird doch eigentlich Zeit. Die Quests sind echt nervig. Sag mal was, willst du das noch in der nächsten Folge machen oder jetzt eben noch fix beenden, Quest abgeben und dann nächste Folge? Ich denke, das machen wir nochmal eben fix. Ja, ziehen wir es nicht noch unnötig in die Länge, ne? Ja, ganz genau. Ich hab schon einen Folgentitel, die langweiligste Folge aller Zeiten. Ja, wirklich. Was denn, du hast gesagt fix? Ja, du hast recht. Also lauf kranig. Also da brauche ich auf jeden Fall, weil ich habe keine E-Fähigkeiten. Also noch nicht. Ich muss näher ran. Wenn man das hier als vorne nimmt, sieht das aus wie ein Land Raider mit der großen Klappe vorne. Ja gut, hast schon recht. Kommt schon in die richtige Richtung. Na, hol dir mal einen Schwall. Ich glaube, das reicht schon. Ich krieg mal die Bombe. Sagte, ich leg mal die Bombe. Ja, hier geht's. Ja, endlich. Yay. Und dann zurück zu unseren Quellen. Jo. Dass man echt nicht zertritt. Es sind nur Gnome. Ignorieren wir sie einfach. Ja, natürlich. Wer mag schon Gnome? Also ich kenne Gnome nur als Opfergnome, für besseren Loot. Ja, eben. Mein Mount ist so lahm. Dann leveln wir halt ein bisschen schneller. Er ist nicht mal so lahm. Da habe ich kein Gold für. Das hält sich fast. Oh, Wildies! Das hält sich fast genauso wie das mit den Glyphen. Ja, so ein bisschen. Nichts passiert, nur halt tot. Okay, hast du das gehört vom Weg mit dem Typen, der den Weltrekord hält im WoW-Level von 1 auf 100? 5 Stunden 45 Minuten. Kloppt da. Ja, das ging halt mit allen möglichen Level-Buffs, wie zum Beispiel hier dem. Im Elixier, ne? Elixier, in einem anderen Elixier, werbt einem Freund Bonus und solche Geschichten. Da kommst du halt irgendwie bis Level
80 oder so kommst du mit 600% EP durch oder so. Raus damit! Vorwärts zum Sieg! Glückwunsch! Wuhu! Meine Quest abgeben. Ja, verlaufen? Das falsche Gebäude. Was? What? Was? Ach so, okay, alles gut, alles gut. Ich dachte, er portet mich weg. Sprache. Sieg für Sylvanas. Nee, der portet dich schon nicht weg. Nee, kommt nur eine Sequenz. Jetzt macht Boom. Ach so, die Bomben, die wir gelegt haben. Ja. Oh. Raus mit der Sprache. Hoffentlich ist das wichtig. Tschüss, Allianz. Yay, auch Level 30 und endlich die erste nützliche Fähigkeit. Ich hab Urfuror gelernt, eine passive Fähigkeit. Okay, ich muss erstmal alles abgeben, damit ich gleich in derselben Phase bin wie du. Fürchtet die Liebende. Ja, fürchtet die Liebenden. Was braucht ihr? Bist du doch. Okay, dann würde ich sagen, mit dieser Sequenz beenden wir jetzt auch gleich die Folge. Lass mich erstmal alles abgeben. Wo bist du? In der Sequenz. Ach so. Alter, war das Atombomben oder was? Nächste Folge sehen wir dann WoW Fallout. So kommt es mir gerade vor. Auf jeden Fall damit auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!